Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier im Obato Zocto Freizeitpark Resort. Genau, wir haben das letzte Mal schon hart an unseren Special Effekten gearbeitet, ne, die ja mega geil geworden sind. Ne, muss ich ehrlich mal uns loben, ne, richtig cool. So, erwischt 3 Taschenhiebe mit einem Mitarbeiter, das ist jetzt ganz okay, da arbeiten wir immer noch hart dran. Aber es klaut einfach keiner mehr hier in dem schönen kleinen Park. Der ist wirklich niedlich, ne? Guck mal, wie klein und wie kompakt wir gebaut haben hier. Oh nee, wartet mal. So, jetzt, okay. Erreiche einen monatlichen Gewinn von 500 aus Läden und Servicegebäuden. Okay, da sind wir ja auch noch dabei. Das ist gleich mal ein Anlass, mal zu gucken, wo denn die Finanzen stehen. Wartet mal, hä? Aus Läden und Servicegebäuden. Ach so, na gut, okay. Sind wir ja auch im Minus noch. Und eine Szenariebewertung von 40, das sollten wir bald hinbekommen. Genau, wenn wir immer dabei sind. Ich habe endlich mal, hat mir jemand was Schönes gebaut. Ich habe mir das vorhin schon direkt aus dem Workshop runtergeladen. Hier, Gelbkiefer-Grübchen für Obat. Für Orbat. Hier Obat und hier steht Orbat, aber ist nicht so schlimm. Hier haben wir ein Kakteengrübchen für Obat und eine Scheune mit Gelbkiefern für Obat. Cool, ne? Ich liebe ja Gelbkiefer, ne? Da hat er noch aufgepasst. Das sind ja meine Lieblingsbäume. Und da wir erst hier 89% oder so haben, da werden wir das direkt mal hier mit einbauen irgendwo. Oder hier rein. Das ist ja auch cool, ne? Das ist einfach cool, ne? Wenn man das also als Bauplan schon fertig hat. Das passt ja rein wie hier. Passt ja rein wie Sahne. Achso, das müssen wir weiter vorne hier irgendwie platzieren. Müssen wir mal gucken. Na, vielleicht hier. Hier können wir es machen. Yeah, das passt. Das müsste eigentlich mit reingehen. Ach ja, wir müssen auch aufpassen. Das ist halt ein bisschen zu hoch, ne? So machen, ne? Also das ist bei mir jetzt hier, ich weiß ja nicht, das liegt glaube ich daran, weil jeder hat irgendwie eine andere Höhe. Ich habe das mal gelesen in der Einstellung, da kann man das irgendwie, das ist irgendwie eingestellt. Mal gucken, wie man das hier passend hier irgendwie reinsetzen und dass das dann auch noch, mal machen wir das mal so hier. Und dann nehmen wir mal den Stein hier noch ein bisschen zur Seite. Und sonst passt es ja, ne? Der Busch und so, super. Und jetzt, genau, 100%. Na, so möchte es sein, oder? Vielen Dank. Die anderen Dinger gucken wir uns natürlich auch noch an. Die werden natürlich auch noch mit eingebaut. Ich freue mich, dass es jetzt, ich freue mich, dass jemand sich die Zeit genommen hat und für mich extra was gebaut hat. Ach, da fühle ich mich geehrt, ehrlich, ne? Leute, ey. So, genau. Wie sieht es denn hier aus? 90%. Können wir eigentlich auch noch hier was reinhauen? In der Hütte hier, wie sieht es denn da aus, Personaleingang, ne, die sind ja 33%, die sind ja der Meinung, dass die hier vernachlässigt werden, da werden sie ein bisschen, da werden wir mal hier so eine kleine Spitze hier mit einfügen, ne, seht ihr, das ist halt ganz schön hoch und da muss man die einfach ein bisschen anpassen. Das ist, glaube ich, jeder Spieler eine andere Höhe hat oder so. Also, ja, irgendwie eine globale Höhe irgendwie so, deshalb spielt das so eine Rolle. Das habe ich mal gehört, gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, ne, aber so. Eine Freili. Müssen wir bloß aufpassen, dass die hier nicht immer dagegen rennen vor der Aufregung. Tun wir den auch nochmal ein bisschen zur Seite. So ein bisschen anpassen noch. Sieht ja geil aus. Leute, ey, geiler ist geiler. Geht's nie. Ach so, drehen kann ich den? Oh ja, doch, hier. Oh, ich bin schon durcheinander, ey. So. Sieht nicht ganz so gleich aus. Subi, dubi. 96%. Na gut, wenn wir immer dabei sind, wollen wir auch. Warum lädt denn das so lange? Wahrscheinlich, weil ich lange nicht mehr gespielt habe. Ach, nee, wisst ihr was? Weil wir jetzt hier neue Szenerieobjekte haben. Deshalb ist ein Haufen neues Zeug dazugekommen. Ah, warte mal, dürfen sie dann nicht übertreiben, ne? Oh, Huni, seht das? Haben wir hier 100, dort haben wir 100. Da können wir jetzt natürlich auch die Preise noch ein bisschen hochschrauben. Aber wir sind gut im Rennen, ne? Also wir machen echt Kohle, ne? Das läuft, ne? Und dafür, dass der Laden so klein ist hier. So, da müssen wir bloß noch mal ein bisschen hier gucken, dass man hier so ganz vorsichtig, ganz dezent hier ein bisschen so noch ein bisschen hier noch ein bisschen Felsen so wieder zurück. Ich stelle das jetzt nicht extra um, ne? So, ach nee, das ist ja Sand hier. So, genau. Und dann jetzt gucken wir gleich mal, wenn das Ding nämlich aufgeht, dann müssten die Leute eigentlich gefahren frei hier vor. Oh, wie groß die sind, ne? Wow, sieht gar nicht so aus. So, da haben wir hier wieder 100%, auch sehr schön. Und da können wir jetzt auch hier gleich mal die Farbe anpassen, sehe ich gerade. Oh Gott, ey. Veraltet, warte mal, meine Maus, die spielt mir hier ein Spiel, ey. Die macht, was sie will. Zu langsam. So, okay. Haben wir ja, ach, wir haben es noch überhaupt nicht konfiguriert, hier die Farben. Ja, dann nehmen wir nämlich hier, ach, dann, ne, wisst ihr, was wir hier machen?
Machen wir hier die Wüstenfarbe. Okay, ja, probieren wir. Ah, nee, das ist hässlich, das geht gar nicht. Da machen wir die Stangen auch grün. Und das weiß? Ja, es geht. So, jetzt müssten wir ja theoretisch, ne? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber theoretisch müssten wir jetzt hier jetzt Schornsteine haben. Oh, süß, Hängekorb rund, ne? Ist das nicht süß aus? Passt nicht genau rein hier. Wir hatten das hier schon wieder so groß gestellt, das war ich wahrscheinlich hier. Ach nee, haben wir ja schon längst gemacht. Oh, ich bin ja erst durcheinander. Warte mal, dann müssen wir hier bei Szenerie, Special Effects, genau. Mensch, da kennen wir uns da aus eigentlich. Wo ist es denn jetzt hier? Ich finde es gar nicht. Hier? Nee, das, da, doch, das hier. Rauch? Ambiente? Fallender Staub? Welcher Staub? Zeig ich mal her. Nee? Fallendes Trockeneis? Schneewolke? Staubwolke? Ah, das ist ja hier eher. Ja, genau, das ist ja hier für unser Dings hier gedacht. Diverse? Konfetti? Antriebsdüse? Öl? Seifenblasen, Laserschlag, Laserrot, ja, das ist nicht so dolle. Feuerwerk, Elektrizität, Wasser. Hä? Rauch? Hier. Groß, klein. Ich glaube, klein reicht. Geht das gar nicht? Ach so, das ist ein Rauchstoß. Ne, wir brauchen generell Rauch. Oh, das ist. Der Kasten ist zu dicke. Verdammte Axt. Das machen wir nur. Ne, ist zu groß, geht nicht. Passt nicht, schade. Okay. Ne, dann können wir es nicht machen, ist nicht so schlimm. Was haben wir denn jetzt hier noch so? Warte mal, müssen wir das mal rausnehmen kurz? Was ist denn das hier? Ach so, das ist krasse. Ne, das passt überhaupt nicht hier rein. Wasser haben wir leider noch nicht so viel. Staub nützt uns auch nicht. Nö, 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 das nützt uns alles nicht. Oh. Hab ich auch noch nie gesehen. Piratenpicknicktisch, sehr cool. So, okay, wir waren aber noch nicht fertig. Ich habe ja jetzt hier so einen krassen Geldautomaten hingebaut. Aber mir wurde ja noch was gebaut. Und zwar hier eine Scheune mit Gelbkiefer. Für Opat natürlich, ne? Nur für mich, ja. Ach, nee, Quatsch. So, da haben wir hier mega special eine Scheune. Dann müssen wir bloß mal gucken, dass wir die uns hier richtig... So, jetzt wird es anliegen, oder? Nee, nicht ganz. Jetzt liegt es an. Das liegt jetzt genau auf dem Boden. Da hat der Typ nämlich auch... Genau, das passt ja. Super. Er ist wirklich sehr schön gemacht, muss ich schon sagen. Aber wir machen es anders. Wir müssen erstmal hier... Bauen wir erstmal den Weg weiter. Natürlich machen wir den erstmal hier rum. Länge. Ach so, das weiß ich schon nicht so. 7 Meter waren es immer, ne? Müssen wir jetzt so einen schönen... Bogen hier. Oh, das war der falsche. Brauchen den... Einen schönen Bogen rummachen, genau. Ja, jetzt machen wir das am besten trotzdem so rum. Und dann fangen wir am besten von, warte mal, wie machen wir das jetzt? Hier müssen wir irgendwie durchkommen, war nicht ganz so lang hier. So. Schwupps, ach komm schon, habt euch nicht so. Und jetzt hier verbinden, ne? Genau, das war ja das Einfachste, ne? Machen wir aber nie. Ja, zu. Ach ne, das geht erst gar nicht. Warte mal, Raster war Quatsch. Ne, da müssen wir es ein bisschen kleiner machen, Klippe. Ah, das sieht da dumm aus. Machen wir Plus? Nö, trotzdem. Wir bauen zwar Fleisch, aber Plus machen wir trotzdem. Ach Mensch, das passt hier nie. Das ist doch doof. Müssen wir es so machen. Und so hat's. So passt. Also so wird es passen. Machen wir. Seht ihr das? Ich habe gerade geguckt, in der Vorstellung sieht es ein bisschen verkehrt aus, ist ein bisschen anders gemacht. So, machen wir es so, jetzt passen wir das einfach hier ein bisschen an hier, dann muss der Stein halt woanders hin. Ist ja egal jetzt hier, ne? Muss der, tun wir den hier rüber irgendwie schieben? Na, tun wir den am besten hier so ein bisschen so über die Dinger drüber. Das untere Stück rüber. Muss alles perfekt sein hier, ne? So. Genau, und den tun wir hier drüber, so, und da interessiert es keine Sau mehr. Müssen wir mal gucken, dass wir dann auch nachher noch die Pfosten hier wegkriegen. Überall, das sieht nämlich, also, das ist ein krasser Effekt, ey. Also, es sieht halt erstmal cool aus, aber wenn es dann zu viel ist, ne, dann sieht es irgendwie nervig aus, ne.
So, ist es schlimm, wenn wir jetzt in den Busch hier erstmal irgendwie woanders hinstellen? Ein kleines bisschen stört dann nämlich. Tun wir mal so hin. Und dann tun wir mal jetzt hier noch so einen kleinen Weg machen für die Leute. Ah, ne, Stärke lassen wir mal so. Das ist okay eingestellt. Ja, so hier, ne? Dass man das so sieht, dass das hier für die Leute gedacht ist. Genau. Was ist denn hier mit euch? Habt ihr irgendwie Probleme? Nö, Mädels, ne? Und die müssen aufs Klo. Die Schlange war voll bei Treestorm. Das ist das Ding hier, ne? Ne, Firestorm ist das hier, ne? Da können wir noch ein bisschen hochschrauben. Ein bisschen Kohle müssen wir rein, ne? Falcon können sie fahren. Hier ist ja nie so viel los. Und hier auch noch nie. Müssen wir ein bisschen runternehmen. So, okay, Leute. Jetzt wollte ich nämlich direkt hier in die Baupläne reingehen und das coole Dings hier reinsetzen. Wo ist es denn? Das, genau. Da haben wir da drüben eine Bank und hier eine Bank. Oder, dass ich sehe gerade, hier ist eine Erste Hilfe mit dabei. Oder wie bauen die hier vorne hin? Ich habe bloß ein bisschen Angst, hier vorne ist nicht so viel los, wisst ihr? Entschuldigung, meine Stimme. Wo ist denn das Klo ist hier, ne? Haben wir hier ein Klo? Ich überlege nämlich, könnte man ja eigentlich. Da haben wir eine Erste Hilfe drin und ein Klo. Und eine Bank. Ein Klo, eine Erste Hilfe und eine Bank. Na gut, dann bauen wir das hier hinten mit dran. Warte mal, müssen wir erstmal kurz wieder abchecken hier. Die Höhe. So, das müsste es eigentlich sein, oder? Ja, so müsste es passen. Geld haben wir ja auch genug. Das soll jetzt kein Problem mehr sein. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Also so rum macht es ja keinen Sinn. Oder man könnte es auch so rum machen. Und dann bauen wir es cool, ne? Mit dem Dollarzeichen. Wäre eigentlich... Wenn wir das so machen. Ich weiß bloß noch nicht, wie wir den Park so weiterbauen wollen, ne? Da müssen wir dann irgendwann mal eine Attraktion... Die Flammen hier, ne? Irgendwann mal eine Attraktion. Also eine Achterbahn wollen wir als nächstes bauen. Meine Güte. Entschuldigung, bitte. Irgendwie eine Achterbahn bauen oder was? Oder irgendwie mal ins Gelände gehen ein bisschen. Ist da? Ein bisschen hoch oder ein bisschen runter so. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Da weiß ich schon nicht so richtig. Wenn wir hier jetzt ein bisschen hochgehen. Ein bisschen wenigstens erstmal. So ein Ansatz vom Berg. Och, okay, gemacht. So. Läuft doch. Ich mache erstmal alles zu hier. So. Können wir uns auch nochmal ganz genau angucken, wie das alles gebaut wurde, ne? Oh Gott, warte, das ist das war gleich Gottes Schlag. So. Nee, alles Judy, ne? So, jetzt können wir hier nämlich Berge bauen, das vergesse ich nämlich manchmal auch gerne. Wir brauchen erstmal. Also, schaut mal aufs Geld, ne? Wir haben 2000 Grad, ne? Na gut, okay, so ein kleiner Berg, das ist ja nicht so teuer. Größe ein bisschen und nur ein bisschen mehr Schmackes hier reinhauen. Jupp. Ach, das war klar. Das war klar. Jupp, dann nehmen wir wieder alles zurück. Sorry. Weg ist es. So, das reicht. Das war doch so klar, ne? Das muss man immer vorher machen. Oh ne, ist zu groß. So, dann machen wir jetzt hier erstmal. Machen wir hier erstmal in Gelände. So. Okay, das müsste reichen erstmal. Dass wir das so circa hier hinsetzen können. Wo war es hier? Ach ne, reicht doch nicht. Doch so groß, ja. Ich bin immer so ein bisschen geizig, ne? Mit dem Platz. So, müsste jetzt reichen vielleicht. Was ist denn jetzt hier? Jetzt reicht's, ne? Das passt jetzt, oder? Wartet, ich hab's gleich. Ja, so müsste es sein. Ist das jetzt hier? Gerade, ja. Und ihr kommt dann hier ran, ne? Oh, dann hier ist ein Weg hin irgendwie. Mal gucken, das kriegt man schon in den Griff. Was ist denn das Krasses? Sieht ja auch abgespaced aus. Oh, gleich wieder wegmachen. So. Oh, jetzt haben wir ja unten ohne Lücke. Ey, Mensch. Wir können ja hier Sachen machen, ey. Ah, da können wir das ja gleich so ganz verrückt gestalten. Oh, hier in der Stein dazu noch mega. Ihr denkt euch so, oh Gott, was macht denn der dort? Ist der wahnsinnig? Wie sieht denn das aus? So, nö, das ist ein super natürlicher Berg, würde ich sagen. Außer das hier, das ist noch nie ganz so natürlich. Müssen wir hier ein bisschen so gucken, dass wir hier das irgendwie so hinkriegen. Wir müssen ja noch einen Weg hinpassen dann, oder, ne? Machen wir kleiner. Das ist der hier, ja. So, wartet mal. Ich überlege gerade, wie groß wir den machen. Nee, warte mal, das kann noch nie ganz... Es steht noch ein kleines bisschen oben, glaube ich. Oh, nee.
kann ich das jetzt komplett markieren hier? Ja, Gott sei Dank. Oh, die Maus, ich könnte explodieren. So. Genau, hier verschieben. Das muss doch mal passen, oder? So, wartet. Ja, so müsste es. So passt. So passt. Oder hängt hier irgendwas in der Luft? Nee, ne? Ein kleines bisschen, oder? Ach, Quatsch. Hängt nicht in der Luft. Alles gut. So, die Dinger sind aus. Müssen wir erstmal zumachen hier, weil bis da oben keiner da ist, sonst bezahlen wir uns die dumme Dämisch. So. Jetzt bauen wir schon mal hier einen Weg dran. Wartet mal, jetzt können wir das mal direkt hier mal so machen mit dem Raster. Ach, das reicht nicht. Hm. Geht auch klar. Jetzt geht das bestimmt, jetzt kann man hier bestimmt nicht mehr hier formen. Doch, geht gerade noch so. Was ist denn da, wie sieht denn das jetzt aus hier auf einmal? So. Ah, jetzt geht's wieder. Naja, Glück gehabt. Nee, aber man kann es nicht zur Seite machen. Dann müssen wir das ein bisschen hier selber so ein bisschen stylisch hier. Warum geht denn das jetzt wieder nie? Was ist denn da hier das Problem? Ah, das ärgert mich immer ein bisschen. Wisst ihr, ich würde das immer lieber erstmal ein bisschen immer im Nachhinein machen so. Aber dass die sich dann immer hier so haben, ey. Mit dem Gelände. Machen wir es halt so rum. So, machen wir es halt so. Bitteschön. Also das wird erstmal jetzt unser Grundfundament sozusagen, ne? Und darauf müssen wir dann eben bauen, weil die wollen es ja so. Ich würde es aber erstmal bloß gerne so feststellen haben hier. Ja, dann machen wir hier so einen Spalt, genau. So. Okay, das hier so rum irgendwie. Und machen wir erstmal gucken, dass wir das hier irgendwie so... Oder dass wir vielleicht vom Weg mit hierher kommen irgendwie. Mal gucken so. Ach, ich weiß doch nie. Ah ja, so zusammen hier irgendwie. Macht er schon. Komm schon. Ja, das sah gut aus. Komm. Yes. Machen wir das so. Hier drauf Schnee bauen. Oh. So geht denn das dort? Nee, meine Güte, ey. Nee, Leute, dabei sowas tapsch. Da habe ich kein Verständnis dafür. Worum geht denn das nie? Das ist, weil der Weg dort schon steht. Das war's große. Und nur jetzt ist es auch noch flach hier. Ne? Da kriegst du Meise. Ne? Da kriegst du Marke, ey. Weißt du, das sind. Wenn sich die Zeit damit dann immer. So, jetzt haben wir dort ein schönes Loch noch drin. Nee, du, da fehlen mir echte Wörter dazu, ey, nee. Ich will doch hier einfach nur eine kleine Erhöhung hin haben. Ist denn das so schwierig? So, bitteschön, das müsste ja reichen, ne? Na komm, um die Kurve hier. So, jetzt haben wir's. Das sieht ja ungefähr gleich aus. Naja, da können wir hier noch einen Kaktus hinstellen oder irgendwas. Da finden wir schon was, ne? Dann soll es jetzt nie liegen und nie dran scheitern. Genau, so, da hatten wir erstmal das jetzt hier im Großen und Ganzen. Jetzt wollen wir das hier noch irgendwie so... Ne, ich habe hier das nämlich ein bisschen abgeguckt. Hier sind nämlich auch solche Berge, ne? In der, ja, und wir haben das auch so abgehackt. Also es sind halt solche Wüsten. Wie solche Ebenen sind das ja so, ne? Das sind ja auch... Na, müssen wir mal gucken, dass wir die hier vor... Genau, da haben wir schon die nächste Ebene sozusagen. So, müssen wir mal gucken, dass wir die hier irgendwie... Jetzt können wir ein bisschen... Ah, wir müssen es eh ausfüllen, das ist eigentlich wurscht, wie wir es machen. Können wir es so machen hier. Ja, das hier jetzt verbinden. Ja, so richtig hochgehen will es nie. Ah, ja, doch, jetzt ja. Ah, doch, cool. Oh Mann, ey, das wird ja immer krasser und abgespacer hier, das Ding. Aber voll machen wir es trotzdem ein bisschen. So, ein bisschen so. Okay, und da hier noch ein bisschen und dort noch ein bisschen reingucken, tut der eh keiner. Ein bisschen voll machen, so... Genau, machen wir das hier so ein bisschen, da noch ein bisschen, das ändert sich ja eh noch tausendmal. Aber das würde ich so lassen, ne? Das sieht übelst krass aus. Ja, hier filmen wir noch ein bisschen off. So, ein bisschen aufrauen noch. Da sieht man den Stein wieder. So. Krass, da kann man hier so reingucken und dann denkt man sich, oh Mann, da kann ich mich von der anderen Seite wieder auch mit rausgucken. Oh nee, da hast du dich geirrt.
Das kann man nur hier. Ich sag mal nicht dazu jetzt. So, genau. Okay, okay, okay. Ich hoffe, es langweilt euch gerade nie. Aber es beansprucht eben ein bisschen Zeit immer, ne? Oh, ist wieder was kaputt gegangen. So. Na? Ach so, der hat schon ein bisschen hier, weil hier wieder dieser Weg ist. Obwohl das eigentlich auch nicht schlecht aussieht, wenn das hier so ein bisschen ist. Naja, aber gut, wir können das ja noch ein bisschen kletten hier. Ich sehe so überhaupt nie ein, jetzt irgendwie hier mal die Größe zu ändern oder so, ne? Ich mache das immer so. Und deshalb bin ich einer, der hat lieber... Aha. Na klar. Und dann tun wir da ein paar Felsen dran und dann... Passt das. Genau, so ungefähr, ne? So. Genau, dann tun wir da noch die paar Felsen ranknallen, oder? Und dann sollte das eigentlich super aussehen, ne? Also finde ich, ich hoffe, euch gefällt es auch so ein bisschen. Ah, die Berge und das sieht einfach cool aus, ne? In der Wüstenszenerie, also ich finde es total cool, ey. So, wie wir das jetzt mit dem Weg machen, das weiß ich auch nicht so richtig. Jetzt haben wir das erstmal hier stehen und der Rest, der steht dort unten. Ja, der kann sich eigentlich mal ein bisschen beeilen, aber muss er ja auch nicht machen. Ich meine, er hat ja auch Zeit, ne? So, hier müssen wir ein bisschen runtergehen. Mit dem Preis. 2.500, obwohl mir schön hier. So, wartet mal. Das Ding ist gerade kaputt, genau. 2.500, obwohl wir gerade hier schön bauen sind, am Bauen sind, das läuft. Ne? So, dann möchten wir vielleicht hier noch irgendwie einen Weg lang machen. Die sind so klein, ne? Wir müssen die schon ein bisschen. 7 Meter ist eigentlich hier unser Standort. Genau, da gehen wir hier so durch den Canyon hier durch. Schön wär's. Müssen wir doch ein bisschen schmaler wieder werden. Gucken, ob es jetzt reicht. Und jetzt hier so zur Seite. Geht das auch noch? Ne, müssen wir ein bisschen dünner wieder werden hier. So. Und jetzt können wir wieder breiter werden. Mensch, das jetzt hier hoch machen? Ne, das geht nicht. Egal, wie ich hochgehe. Ich glaube... Warte mal. Gebogene Gefälle. Egal, wie lang ich das mache. Das wird immer so aussehen. Ja, dann müssen wir einfach tricksen. Warte mal, das war auch Quatsch jetzt, was ich gemacht habe. Machen wir es mal so rum. Warte mal, kurz anders hinsetzen hier. Upsala. Oh, so. Gut, okay. Das ist Krach und Geknalle hier. Naja, gut, dann machen wir das ganz anders. Dann gehen wir hier ganz sachte runter irgendwie. Ne? Dann müssen wir das, kriegen wir schon hin. Hier an Oberfläche kletten. Machen wir ein bisschen größer. So. Ich denke mal, das könnte passen so. Dann machen wir das hier wieder glatt. Dann tun wir das hier noch ein bisschen kletten. Dann müsste es eigentlich ganz easy peasy hier runter gehen. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Dann in die Breite 7. Die Länge machen wir nicht so lang. Da fangen wir einfach mal von hier an. Und gehen ganz smoothie hier hoch. Jo, passt doch. So, okay, super. Oh, Gott sei Dank. Super. Gut. Erste Hilfe. Wisst ihr was? Da fangen wir hier an. Da wird dann hier der Eingang von so einer Achterbahn. Genau. Das wird cool werden. Da müssen die Leute dann hier oben lang laufen und dann müssen die erstmal hier hinten rein. Da können wir hier dann vielleicht noch irgendwas anderes hinbauen. Da tue ich ja schon mal vorbereiten. Da würde ich sagen, kommt die hier raus. Da könnt ihr gleich direkt in die erste Hilfe gehen. Genau, das wird cool. Also hier ist dann sozusagen der... Ach ja, das wird jetzt groß eingestellt. Hier ist sozusagen der eine Ausgang dann von der Achterbahn. Und das soll der Weg werden, wie die zur Achterbahn kommen. Sollte es eigentlich werden. Gibt es eigentlich auch keine Probleme, das zu bauen, aber irgendwie will er gerade nicht. Bestimmt, weil die Taube dort steht. Länge, Breite 4 Meter. Das ist ja, ach so, nee, hier müssen wir die Warteschlange, muss doch hier hin. Wartet doch mal. Mensch, wartet doch mal, bitte. So, hier haben wir sie. Ist das dieselbe? Nur, da brauchen wir bloß mit Geländer noch. Mit Geländer. So. Dann machen wir die einfach schon mal hier pro forma hin. Die bauen wir dann weiter, wenn es denn soweit ist. Schade, dass es hier gerade wieder ungerade ist. Größe, oder hier haben wir es. Ach ja, ne? Die Wege, ne? Ich bin hier auch ein Vergesslicher. Was ist denn jetzt? Hä? Achso, das ist der hier. Na du, das wird bestimmt nie funktionieren. Nee, Obert, das geht nie. Das habe ich mir zu leicht gemacht hier.
Nee. Gut, dann kommt das alles wieder weg. Dann machen wir das wieder rückgängig, komm schon weg. Also ich bin eigentlich immer optimistisch mit den Wegen, aber wahrscheinlich zu optimistisch noch. Sparen wir wieder überall ein paar Cent. Los, komm hier. Wegmachen. Ja. Ich mache jetzt hier keine Opern mehr. Dann machen wir es halt größer. So, bitteschön. Das müsste ja reichen. Der war's, ne? Kann ja nie wahr sein, ey. So, wartet. Das ist jetzt anstellen, ne? Genau. So. Und dann, eigentlich wollte ich noch ein bisschen hier rüber. Und dann so, genau. So soll das mal aussehen ungefähr. Das ist jetzt hier so der Grundposten jetzt, ne? Da haben wir hier schon vor allen Dingen überall Szenerie. Hä, warum nimmt denn das? Ach so, ne, weil es mal kurz lief, ne? Wir haben aber alles ausgeschaltet. Also hast du wirklich sehr schön gebaut. Vielen Dank. Sieht echt nice aus, ne? Passt rein wie eine Eins hier. Vor allen Dingen zufällig, dass es natürlich auch gerade Western-Stil ist und dass du super in deinen Park reinpasst, ne? Ne, wirklich sehr nice, ne? So, müssen wir nochmal die Preise ein bisschen anziehen. Oh, hier ist nicht gar ganz so viel los. Das ist schon wieder 20 Cent zu viel. Oh, 100%. Ey, guckt euch mal das Geld an, ne? Ach so, wisst ihr was? Da haben wir ja gerade eine. Ist mir gerade eine gute Idee gekommen. Da müssen wir ja gleich mal gucken, was wir dann für eine krasse Achterbahn bauen wollen. Nee, noch was anderes. Wir müssen erstmal hier den Weg fertig bauen. Natürlicher Weg. Und da haben wir gesagt, wir gehen Breite 7 weiter. Kann man das hier so spitz zulaufen lassen? Oh Gott, das wird ja wieder Experiment hier werden. Ja, genau. Ja, so ähnlich. Ja, oder doch? Das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn das hier so zusammengeht. Oder wir machen es ein bisschen kürzer. Ja, so ungefähr. Ne? So, ja, genau. Und dann machen wir das. Hier kommen wir so. Ach, ja, genau. Oh, meine Gedanken, die springen. Ups. Ups. Was ist denn hier los? So. Ja, das ist ein bisschen. Ah, so ungefähr, ja, okay. So, und hier würde ich mir jetzt erstmal nur alles offen lassen, ne? Die Kreativität, ja. Weil wenn ich jetzt hier die Wege lang baue, da wisst ihr ja, dann schimpfen die wieder, oh, nee, kannst du nicht machen und oh Gott, und wenn du das machst, dann ist ja die Szenerie und alles Mögliche und ich sehe gerade, hier passt das ja noch wunderbar rein. Noch mehr Kaktusse. Ach so, das ist ja die Warteschlange hier vorne, ne? Da müssen wir die. Ach, hier ist ja schon das. Ja, das fällt oft an, wenn das immer das Gleiche ist. Dann tun wir. Ach, das habe ich ja schon hier hingesetzt. Schade. Ich hätte es gerne irgendwie mal. Das geht aber nicht mehr hier rein in die Warteschlange. Aber wir können es eigentlich hier reinsetzen. Ne? Können wir richtig schön vollknallen hier den Park, ne? So. Tut noch ein paar Kaktusse hin. Hier ist kein Platz mehr für irgendwelche anderen Sachen. Ah, nicht ganz so stark. Machen wir ein bisschen weniger. So, ein bisschen was Grünes und ein bisschen Felsen noch hier dazu. So, sieht da geil aus. Leute, ey, also wenn ich hier Besucher wäre, ey, ich würde hier ausrasten in dem Park. Ich wüsste gar nicht, wo ich zuerst hinrennen soll. So, ach, hier wollten wir ja eigentlich auch mal noch was bauen. Ja. Mensch, cool. Gefällt mir gut. Muss ich mir echt mal selber loben, ne? Ah, hier kann ich das Eingangstor noch ändern. Genau. In der Farbe wie das andere dort. Was ist das für die Farbe? Wie kann man denn die speichern? 85210. Das machen wir jetzt. Gebe ich hier ein. 85210. Schwupps. Oh, der hat auch geile Haare. So, da haben wir es genau in derselben Farbe wie der Zaun. Wie sind das hier eigentlich mit der Szenerie? Na gut, das ist aber auch ein bisschen schwieriger, weil das Ding schon veraltet ist. Können wir ja hier noch mehr Szenerie reinschießen. Hast du das nicht noch eine irgendwie? Muss ich so machen? Warte mal, dann muss ich schon ein bisschen reinzoomen hier. Das sieht auch doof aus, wenn so ein Kaktus auf einmal irgendwo rauswächst, ne? Aus dem Stein rauswächst.
Ach so. Dann nehmen wir den hier noch rüber. Drehen ihn noch ein bisschen so. Und der könnte eigentlich auch hier drinnen. Und machen wir das. Das lassen wir so, das ist normal. Man kann ja auch so, das sieht ja geil aus. Aber der Farbe von den Kaktusen kann man nicht ändern. Ne, gut. Ne, ich will es bloß mal wissen. 73%, super, aber wir müssen es ein bisschen runternehmen. Und weil es auch rasant aussieht wahrscheinlich. Und hier stacheln sich bestimmte Leute auch ganz oft. So unangenehm, ne? So, und das läuft jetzt hier, ne? Ihr habt euren Rhythmus drinnen, ne? Das immer alle Läden. Gut, na gut, hier ist gerade einer zu. Noch nicht hat er geschafft, der Typ. So, da haben wir jetzt hier Szeneriebewertung. Ein Firestorm, ist das Ding hier oben? Ja, ne? Oh, bei. Ah, denn das ist unser bestlaufendes Dings. Da wollen wir gleich mal den Typ hier ransetzen. Wo ist er denn hier? Der ist nämlich noch ein Stück weg. Wo ist denn der gerade? Technisches Problem bei Skizzer? Oh, ist er wieder so langsam. Guck mal, bewegt sich ein bisschen schneller. Okay, gut. Und da gehst du gleich nochmal hin. Na, das ist wahrscheinlich zu heiß geworden. So, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Break. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Da haben wir doch wieder einiges geschafft. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein, ne? Wenn Obat zockt hier Obato zockt Herausforderungspark schwerer, ne? Also es ist nochmal der schwierigste Schwierigkeitsgrad jetzt bei Planet Coaster aktuell, ne? Und den haben wir echt gerockt, ne? Also es sieht sehr gut aus. Oh, die Lampen stark. Waren die schon fertig? Kann ich mir das mal angucken? Ah, Sturmlaterne ist das. Cool. Sieht ja stark aus. Da haben wir auch gleich Licht hier oben. Super. Gefällt mir echt gut. Also vielen Dank. Leute, ich würde mich auch noch über mehr Szenerieobjekte freuen. Ich baue die auf jeden Fall mit ein, ne? Bin ich ja echt glücklich, wenn ihr die mir hier zusammenbaut, ne? Extra für mich. Fühle ich mich sehr geschmeichelt. Alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet ein, lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Obat zockt mit euch.